Unsere Reise durch Schleswig-Holstein beginnt auf der Insel Fehmarn. Von Puttgarden erreicht man über die Fehmarn-Sundbrücke das Festland. Über Lübeck geht es weiter zur Hansestadt Hamburg. Die Marschbahn führt von Hamburg über Heide und Niebüll nach Westerland. In Niebüll zweigt die Stichbahn nach Dagebüll-Mohle ab und in Heide die Nebenbahnen nach Büsum und Neumünster. Hier ist die Museumslok 042271 beheimatet, die wir bei ihren Einsätzen auf den Strecken Hamburg-Kiel und Lübeck-Kiel beobachten werden. Auf Strecken, die im Alltagsbetrieb bereits stillgelegt sind, sowie bei der Museumsbahn Schönberger Strand, finden zahlreiche Sonderfahrten statt. Im Verlauf der Nebenbahn von Flensburg nach Kiel quert die Bahn auf interessanten Brücken die Schlei sowie den Nordostseekanal. Letzterer wird ebenfalls bei Rendsburg überquert. Im Zuge der Schienenverbindung Flensburg-Neumünster-Hamburg steht die berühmte Rendsburger Hochbrücke. Auf Fehmarn, der einzigen schleswig-holsteinischen Ostseeinsel, ist schönes Wetter vorprogrammiert. Sie gilt innerhalb Deutschlands als eine der regenärmsten und sonnenreichsten Regionen. An der Nordküste der Insel in Puttgarden herrscht reger Betrieb. Im Verlauf der Vogelfluglinie befindet sich hier der Fährhafen mit regelmäßigen Verbindungen nach Dänemark. Der Eurocity 189 aus Kopenhagen wird aus einem dänischen IC3-Triebwagenzug gebildet. So ungewohnt das äußere Erscheinungsbild dieser Triebwagen auch ist, als Reisender kann man sich im bequemen und geräumigen Inneren wohlfühlen. Nicht nur Reisezüge werden von den Hochseefähren trajektiert. Die 360-364 ist gerade dabei, Güterwagen aus dem Bauch der Karl Carstens zu ziehen. Eine Ablösung dieser über 40 Jahre bewährten, mit ihrem Stangenantrieb jedoch veralteten Baureihe ist auch 1996 noch nicht in Sicht. Wegen des regen Güterverkehrs besitzt Puttgarden weitläufige Gleisanlagen, auf denen heute noch mächtig Betrieb herrscht. Großenbrode. Hier wurde am 15. Juli 1951 der Fährbetrieb nach Gedser in Dänemark aufgenommen. Doch schon 12 Jahre später kehrten wieder Ruhe und Beschaulichkeit ein. Denn am 30. April 1963 wurde die damals größte deutsche Eisenbahn- und Straßenbrücke eingeweiht. Den ersten Zug über den Fehmarnsund zog damals die V200-113. Heute sieht man meist Lokomotiven der Baureihe 232 bzw. 234 aus der Diesellokomotivfabrik Oktoberrevolution in Woroschilowgrad vor den Güter- und Reisezügen auf der Vogelfluglinie.
Reisezüge von Lübeck nach Neustadt in Holstein werden dagegen von Lokomotiven der Baureihe 218 bespannt. In Lübeck ist noch Dieselverkehr pur zu erleben. Auch hier sind die Lokomotiven der Baureihe 232 und 234 zahlreich vertreten. Auch ein Besuch der Altstadt Lübecks lohnt sich. Die Marienkirche ist die drittgrößte Kirche Deutschlands. Sie wurde Vorbild für viele gotische Backsteinkirchen im Ostseeraum. Wer heute durch Lübeck bummelt, kommt an mehr Denkmälern und historischen Bauten vorüber, als er in allen anderen norddeutschen Großstädten zu sehen bekommt. Über 1000 denkmalgeschützte Gebäude versammeln sich hier, was für die UNESCO Anlass genug war, die Stadt auf die Liste des zu schützenden Weltkulturerbes zu setzen. Auch die Gleisanlagen des Hallenbahnhofs wirken ohne Fahrdraht wie aus einer vergangenen Epoche. Während eine 234 vor einem Interregio Richtung Bad Kleinen auf die Abfahrt vorbereitet wird, durcheilt eine weitere 234 mit einem Güterzug nach Hamburg den Bahnhof. Hamburg, das ist für Schleswig-Holstein das Tor nach Süden. An dieser Stadt führt fast kein Weg vorbei. Millionen Reisende fahren täglich über Hamburgs Schienen und ebenfalls Millionen Tonnen Güter werden zu den wichtigen Rangierbahnhöfen geleitet. Die 234-442 erreicht mit einem Güterzug aus Puttgarden die Betriebsstelle Hamburg Hauptgüterbahnhof, bei Eisenbahnern besser bekannt als Hamburg Hann. Hier am Oberhafen lag einmal der hannoversche Bahnhof. Der Intercity nach Hannover hält hier heute nicht mehr. Dafür gab es an dieser Stelle bis in die Gegenwart eine betriebliche Besonderheit. Güterzüge aus Richtung Puttgarden und Büchen mussten zur Weiterfahrt nach Marschen Kopf machen, also die Fahrtrichtung wechseln. Mit Schiebelok anfahren. Die Schiebelok schiebt nur bis zum Ausfahrsignal nach. Bis Maschen wird der Güterzug nun von der 291-002 gezogen, eine der letzten Maschinen im alten roten Farbkleid. Bis zum Ausfahrtsignal, so lautete der Auftrag, wird sie dabei von der vorherigen Zuglok unterstützt. Dieser umständliche Betrieb ist inzwischen Vergangenheit. Züge aus Puttgarden und Büchen können heute über die neue Oberhafenbrücke direkt nach Maschen fahren. Vergangenheit ist ebenfalls ein Betriebsunfall aus dem Jahre 1947. Wie alte Eisenbahner zu berichten wissen, stürzte damals eine 50er aus Wanne-Eickel bei Nacht in das Hafenbecken, weil das Personal das Haltesignal am Ende des Stumpfgleises übersehen hatte. Noch heute soll die Lok dort unter der Brücke ruhen, über die nunmehr moderne ICEs rollen. Auch im Freihafengelände ist reger Rangierverkehr zu beobachten. Hamburg Hauptbahnhof. Das prächtige Empfangsgebäude mit der größten Bahnhofshalle Norddeutschlands wurde im Jahre 1906 errichtet. Abertausende Menschen durchströmen täglich die Wandelhalle.
Auf den 14 Bahnhofsgleisen herrscht zu jeder Tages- und Nachtzeit reger Betrieb. Die Gleise 8 bis 14 dienen dem Fernverkehr von und nach Hannover bzw. nach Bremen und dem Ruhrgebiet. In der gewaltigen Hallenkonstruktion sieht man alle Zuggattungen. ICE, Eurocity, Intercity, Interregio, Regionalexpress. Neue Namen haben die alten Bezeichnungen D-Zug und Eilzug abgelöst. Neue Uniformen und neue Farben sollen die Bahn attraktiver machen. Abfahrt. Der IC 1037 wird in 4 Stunden sein Ziel Düsseldorf erreicht haben. Die Gleise 1 bis 4 sind der Hamburger S-Bahn vorbehalten. Hier herrscht ebenfalls stets Hochbetrieb. Der Fahrplan macht Druck. Dank der vielen breiten Türen geht das Aus- und Einsteigen recht schnell. Schon geht die Fahrt weiter. Der Bahnhof Hamburg-Dammtor gehört mit seiner Jugendstilfassade zu den schönsten Großstadtbahnhöfen Deutschlands. Auch hier ist die Zugfolge enorm dicht. Müssen doch alle Züge, die aus Richtung Altona kommen und den Hauptbahnhof erreichen wollen, durch die große Halle fahren. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Gegenrichtung. Machen wir einen Abstecher zum BW Ohlsdorf oder richtiger RZNL Ohlsdorf, wie die korrekte Abkürzung im neuen Bahndeutsch heute heißt. Hier werden die Hamburger S-Bahn-Triebwagen der Baureihen 470, 471 und 472 unterhalten. Das Werk besteht aus 2 Teilen. Im BW-Teil werden normale Fristarbeiten an den Triebwagen vorgenommen und im AW-Teil dagegen komplette Hauptuntersuchung. Dabei werden, wenn es erforderlich ist, sogar die Elektromotoren gänzlich auseinandergenommen und hinterher auch wieder zusammengebaut. Vieles geschieht hier noch in Handarbeit. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann die Triebwagen einer neuen Baureihe mit ihrer verschleißarmen Antriebstechnik etliche Arbeitsplätze in diesem Bereich überflüssig machen werden. Auch alle anderen anfallenden Arbeiten werden in diesem Werksteil durchgeführt. So gibt es hier eine Lackiererei, ebenso wie eine Polsterei
Und in einer großen Halle lagern hunderte von Radsätzen. Die werden hier mit neuen Radreifen versehen und ausgewuchtet, um dann wieder über Hamburgs Schienen zu rollen. In Ohlsdorf gibt es auch noch einen Einzelgänger. Die 382001, eine Akkumulatorenlokomotive, verrichtet hier den Rangierdienst. Die Lok wurde 1955 gebaut. Um mit den S-Bahn-Triebwagen kuppeln zu können, besitzt die 382 eine höhenverstellbare Scharfenbergkupplung. Die Triebwagen der Baureihe 472 sind zurzeit die modernsten in Hamburg. Die ersten von ihnen wurden 1974 in Dienst gestellt. Ungewohnt erscheint auch heute noch ihre Kopfform mit dem kleinen einteiligen Stirnfenster. Die insgesamt 12 Fahrmotoren benötigen eine Fahrspannung von 1200 Volt Gleichstrom und treiben alle Achsen des Zuges an. Die Stromaufnahme erfolgt über Stromabnehmer von der seitlich neben den Gleisen angebrachten Stromschiene. Wo diese fehlt, müssen die Triebwagen von anderen Fahrzeugen bewegt werden. Fünfzig Einsatzjahre haben die Züge der Baureihe 471 bereits hinter sich. Noch sind sie unentbehrlich. Mit 80 Kilometern in der Stunde Höchstgeschwindigkeit geht es von Station zu Station. In der zweiten Klasse saß man ursprünglich auf Holzlattensitzen, später wurden sie durch Polstersitze ersetzt. Bei der Baureihe 471 sind nur die beiden Endwagen angetrieben. Der Mittelwagen ist antriebslos. Als Bremse ist in den Triebzügen eine kombinierte Nutz- und fremderregte Gleichstrom-Widerstandsbremse eingebaut. Die Doppelschiebetüren werden elektropneumatisch, das heißt mit Luftdruck geschlossen. Das ergibt das unverwechselbare S-Bahn-Geräusch. Die 40 Altbautriebwagen werden auch weiterhin intensiv im Hamburger S-Bahn-Netz eingesetzt. Ein Nachfolgetyp soll allerdings in Kürze die altgedienten Wagen ersetzen. Bahnhof Altona. Der dritte große Hamburger Bahnhof hat viel von seiner Bedeutung verloren. Böse Zungen sprechen wegen seiner Architektur von einem Kaufhaus mit Gleisanschluss. Seit der Elektrifizierung der Strecken nach Kiel und Flensburg werden viele Reisezüge an Altona vorbei direkt zum Hauptbahnhof geleitet. Relikte aus der großen Zeit des BW Hamburg-Altona wie der markante Wasserturm stehen zwar noch, dennoch ist unübersehbar. Die Eisenbahn von heute ist unpersönlicher geworden.
Spiegelnde Fensterflächen und undurchschaubare Computertechnik tragen dazu bei. Aber auch auf einem Großstadtbahnhof geht es manchmal noch gemütlich zu. Die Regionalbahn nach Husum soll uns nun an die Westküste Schleswig-Holsteins bringen. Die Marschbahn ist fest in der Hand der Baureihe 218. Einige Eilzüge und alle Intercities werden in Doppelbespannung mit den 218 vom Betriebshof Hamburg Hauptbahnhof geführt. Abschalten, die Hektik der Großstadt Hamburg hinter sich lassen. Das ist an der Eider möglich. Manchmal rumpelt ein Zug über die Eiderbrücke bei Friedrichstadt. Mit einer 218 machen wir uns auf die Reise nach Norden zur Insel Sylt. Der Hindenburgdamm. Unendliche Weiten rechts und links des Schienenstrangs, Wasser soweit das Auge reicht. Eine Fahrt über den Damm gehört zu den eindrucksvollsten Bahnreisen in Schleswig-Holstein. Mit 140 Kilometern in der Stunde nähert sich der Regionalexpress 4404 mit dem klangvollen Namen Sylter Welle der Insel. Dabei begegnet er auch einem der zahlreichen Autozüge. Über Zugbahnfunk steht der Lokführer in Verbindung mit der Außenwelt. Ja. Alles klar. Hier, kannst du das denn mal mit dem Westerländer Rangierer abschnacken, dass wir die eventuell abnehmen oder dran lassen oder wie auch immer? Denn das hat der junge Mann mir gar nicht erzählt, den Punkt, weißt du, dass er da noch den Lok dran hat. Die Sylter Welle verkehrt nur sonntags, ebenso wie einige Entlastungszüge, um Massen von Kurzurlaubern auf die Insel zu bringen. Die Einführung des Schönes-Wochenende-Fahrpreises war einigen elitären Syltern gar nicht recht, wurde doch damit eine Reise auf die Insel für jedermann erschwinglich.
Die zahlungskräftige Kundschaft kommt jedoch weiterhin mit dem eigenen Pkw auf die Insel und über Staus und stinkende Abgase hat sich noch niemand aufgeregt. Die Autoinsassen können übrigens während der Überfahrt von und zur Insel in ihrem Wagen sitzen bleiben. Mit etwas Glück erwischt man einen Platz auf dem oberen Deck und hat von dort eine herrliche Aussicht. Berlin kommend erreicht der IC 632 Emil Nolde den Bahnhof Niebüll. Außerplanmäßig zog die 218-105 den Intercity allein. Sie hat es auch ohne Doppelbespannung pünktlich geschafft. Der neue Triebwagen der nordfriesischen Verkehrsbetriebe wartet bereits. Er wird auf dem Weg nach Dagebüll-Mohle zwei Kurswagen aus dem Intercity mitnehmen. Kurswagen stellen heute schon fast eine betriebliche Besonderheit dar, erfordert doch das Aus- und Umsetzen der Wagen eine gewisse Zeit, die sich im vertakteten Verkehr von heute schlecht unterbringen lässt. Der Triebwagen T4 der NVAG wurde bei den Jenbacher Werken in Österreich gebaut und kam im Januar 1996 nach Norddeutschland. Er entspricht im Aufbau weitgehend den Regionaltriebwagen der Baureihe 5047 der österreichischen Bundesbahn. Er ist der einzige seiner Art in Deutschland. Durch eine idyllische Landschaft geht es dem Ziel entgegen. Von Dagebüll aus erreicht man die Nordseeinseln Föhr und Amrum. Und von dort die Halligen wie Langeneß oder Hallig-Hooge. Wieder einmal hat die Bahn viele erwartungsvolle Urlauber an ihr Ziel gebracht. Ausgeruht können sie jetzt die letzte Etappe ihrer Reise genießen. Der Triebwagen dagegen wird umgesetzt und bereit gemacht für die Rückfahrt nach Niebüll. Vom Nordseedeich aus hat man nicht nur einen guten Blick aufs Meer, nein, auch das Betriebsgeschehen im Hafen von Dagebüll lässt sich gut verfolgen.
Zurück zur Hauptstrecke Westerland-Hamburg. Sonntags abends kommen die bereits erwähnten Entlastungszüge zurück von der Insel Sylt. Einer von ihnen führt auch die neuartigen Doppelstockwagen mit. Im Wortsinne Höhepunkte aber bilden im flachen Schleswig-Holstein die Hochbrücken über den Nord-Ostsee-Kanal. Bei Hochdonn überquert die Marschbahn diese Wasserstraße. Die Brücke ist insgesamt über 2200 Meter lang und erreicht so eine lichte Durchfahrtshöhe von 42 Metern über dem Wasserspiegel. Nicht nur die Eisenbahnbrücken, auch der Kanal selbst und seine Ufer ziehen bei schönem Wetter viele Menschen an. Hier kann man klönen, wandern, Fahrrad fahren und dabei immer wieder Schiffe beobachten. Imposant ist der Anblick der Hochdonner Eisenbahnbrücke auch von unten. Da wirkt die 218 mit ihrem Eilzug in 42 Metern Höhe doch irgendwie verloren. Dreizehn Kanalkilometer entfernt überquert bei Grünenthal die Strecke Neumünster-Heide den Kanal. Die kombinierte Eisenbahn- und Straßenbrücke ist mit 405 Metern Länge vergleichsweise kurz. Heide ist nicht nur Durchgangsbahnhof der Marschbahn. Einerseits zweigt hier die mit Triebwagen der Baureihe 628 bediente Eisenbahnstrecke nach Büsum ab, dem bekannten und beliebten Nordseebad, bei dem man automatisch an Krabben und Fisch denkt. Andererseits beginnt hier auch die reizvolle eingleisige Nebenbahn nach Neumünster. Eine DB-Strecke, für deren Bedienung jedoch die AKN, die Eisenbahn AG Altona-Kaltenkirchen-Neumünster, zuständig ist. Der Fahrdienstleiter auf dem Stellwerk zieht das Signal und sogleich geht die Fahrt los. Die Bahnanlagen dieser Strecke wurden in den letzten Jahren erneuert. Leider fielen diesen Maßnahmen auch die Telegrafenmasten zum Opfer. Eine abwechslungsreiche, zuweilen verträumte Landschaft und nicht zuletzt die Besonderheit der Betriebsführung machen einen Besuch dieser Bahn lohnend. In Neumünster, Endpunkt der Strecke aus Heide, teilt sich die Linie aus Hamburg auf in einen Ast über Rendsburg nach Flensburg und einen anderen nach Kiel. Neumünster ist auch IC- und ICE-Station. Bekannt ist Neumünster vor allem durch das Ausbesserungswerk für Reisezugwagen und die Rendsburger Eisenbahnfreunde haben im ehemaligen Bahnbetriebswerk eine Heimat gefunden. Die einzige betriebsfähige DB-Dampflok im Norden, die 042-271, wird hier betreut. Bereits am frühen Abend beginnen die Vorbereitungen, der Dampflok Leben einzuhauchen, wenn für den folgenden Tag ein Einsatz angemeldet ist.
Atmosphäre vergangener Zeiten wird wieder wach. Am Tag darauf in Ottendorf an der Strecke Lübeck-Kiel. Bei strömendem Regen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Doch die Zeit bleibt nicht stehen. Das elektronische Gebimmel am Bahnübergang in Brokstedt gibt deutlich Zeugnis. Heute erregt eine Dampflokomotive überall Aufsehen. Auch im Kieler Hauptbahnhof wird die 042-271 nach der Ankunft sogleich von Schaulustigen umlagert. Das Personal nimmt's gelassen. Die Männer auf der Lok wissen, dass sie einen heimlichen Star unter den Lokomotiven der DB sicher ans Ziel gebracht haben. Weit weniger Aufmerksamkeit erregen die Loks der Baureihe 103. Obwohl auch schon fast Oldtimer auf deutschen Schienen. Oder die schnittigen Bügelfalten 110er, die nur 16 Jahre jünger als die 042-271 auch bei Eisenbahnfreunden kaum Beachtung finden. Den Kieler Hauptbahnhof erreichen nach der Elektrifizierung eine Vielzahl von Lokbaureihen, so auch 111er, die die Beförderung der Regionalexpresszüge zwischen Hamburg und der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt übernahmen. Die alten Weichenlaternen und die Formsignale stehen in reizvollem Kontrast zu den modernen Traktionsarten. Ab Winterfahrplan 1996/97 verlassen dreimal täglich ICE-Triebwagen der Baureihe 401 die ehrwürdigen Hallen. Aber auch Freunden der Dieseltraktion bietet der Kieler Hauptbahnhof einiges. Reisezüge nach Lübeck werden von 218ern gezogen, in der Gegenrichtung wird geschoben. Nicht zuletzt bietet die schöne Bahnhofshalle des Kieler Hauptbahnhofs dem Reisenden die Möglichkeit, vor Wind und Wetter geschützt die Ankunft eines Triebwagens der Baureihe 628 abzuwarten. Sie bedienen von Kiel aus sowohl die Strecke über Rendsburg nach Husum als auch die Verbindung über Eckernförde nach Flensburg.
Kiel, die Landeshauptstadt. Deutschlands ehemals wichtigster Marinehafen ist daran schuld, dass Kiel nicht so mittelalterlich verspielt aussieht wie Lübeck. Im Zweiten Weltkrieg wurde Kiel in Schutt und Asche gelegt. Nicht nur der Bahnhof, verkehrsgünstig gelegen zwischen Hafen und Stadt, wurde wieder aufgebaut. Viel Grün innerhalb der Stadtgrenzen, da ist Kiel vorbildlich. Kiel wird geprägt durch seine Lage an der Ostsee. Überall ist die Nähe zum Wasser zu spüren. Im Kieler Rathaus sorgt man sich über die Zukunft des Schiffbaus. Die Howaldtswerke Deutsche Werft AG ist der größte Arbeitgeber Kiels. Das Wappen der Stadt schmückt nicht nur Schiffe. Die Maschinenfabrik Kiel, kurz MAK, inzwischen in die Firma Siemens übergegangen, baute die Lokomotiven der Baureihe 240. Lokomotiven aus Kiel, die Siemens Schienenfahrzeugtechnik GmbH, baut auch Maschinen verschiedener Typen für die norwegische Staatsbahn sowie für andere Bahnbetreiber. Interessant wird es, wenn die ersten Gehversuche unternommen werden, denn Probefahrten finden auf DB-Strecken statt. Über einen Werksanschluss geht es zunächst nach Neuwittenbek. Ist die eingleisige Strecke Richtung Kiel frei, fahren die Loks gleich weiter. Doch heute muss noch etwas rangiert werden. Die ehemalige 240002 ist die erste der drei Lokomotiven dieser Baureihe, die im Farbkleid der Köln-Bonner Eisenbahn den Weg in die neue Heimat antritt. Lokomotiven aus Kiel. 1956 baute MAK mit der V200007 eine Vertreterin der wohl berühmtesten deutschen Diesellokbaureihe. Stilgerecht hat sie einen aus Mitteleinstiegswagen gebildeten Sonderzug am Haken und wartet in Lütchenburg auf den Abfahrauftrag. Obwohl bereits 40 Jahre alt, hören sich ihre beiden Dieselmotoren noch kerngesund an. Lütchenburg ist Endpunkt der von Malente-Grems-Mühlen ausgehenden Nebenbahn. Der Güterverkehr wurde 1995 eingestellt. Aber hier sieht es fast so aus, als wenn der Fahrdienstleiter mal nur kurz Pause macht. Die Strecke schlängelt sich fernab von nennenswerten Ortschaften am Rande der holsteinischen Schweiz durch weite Felder und ausgedehnte Wälder. Historische Fahrzeuge in Schleswig-Holstein, die gibt es auch bei der Museumseisenbahn Schönberger Strand. Vor dem Empfangsgebäude fahren auf einem Rundkurs Straßenbahntriebwagen aus Hamburg, Kiel, Lübeck, Hannover und anderen Städten. Auf den Bahnhofsgleisen abgestellt stehen ein 471 der Hamburger S-Bahn, der VT24 der Süddeutschen Eisenbahn aus dem Jahr 1925, die V20039 und viele andere Fahrzeuge. Noch sucht der Verein nach einem festen Dach über den Köpfen seiner Fahrzeuge. Auf der 4 Kilometer langen Strecke vom Museumsbahnhof Schönberger Strand nach Schönberg
kommen die verschiedenen betriebsfähigen Fahrzeuge zum Einsatz. Darunter befindet sich auch diese kleine C-gekuppelte Dampflokomotive. Sie braucht mit den vier historischen Personenwagen rund 15 Minuten bis zum Ziel. In Schönberg ist die Fahrt in der Regel zu Ende. Dreimal im Jahr allerdings fährt der Dampfzug sogar bis Kiel. Kappeln ist neben Arnis die einzige Stadt an der Schlei. Ein Besuch des Hafens lohnt sich zu jeder Jahreszeit und Touristen haben Gelegenheit, auf der Schlei Ausflugsfahrten zu unternehmen. Im Sommer jedoch gilt das Interesse auch den Sonderfahrten, die die Angelnbahn auf der Strecke nach Süderbrarup unternimmt. Schwedische und dänische Dampflokomotiven ziehen einen aus norwegischen Teakholzwagen mit offenen Plattformen gebildeten Zug aus dem Tal der Schlei hinauf ins Angelner Land. Die Fahrkarten werden direkt am Zug verkauft. Mitfahren kann jeder. Im Gepäckwagen lassen sich Fahrräder transportieren. An mehreren Wochenenden von März bis Oktober heißt es in Kappeln zweimal täglich Abfahrt. Steigung der ersten Kilometer aus dem Tal der Schlei hinauf nach Süderbrarup braucht die Dampflok noch Unterstützung. Süderbrarup liegt an der eingleisigen Strecke Flensburg-Kiel und ist Kreuzungsbahnhof für die 628er Triebwagen, die planmäßig hier verkehren. Der Dampfzug jedoch darf erst kommen, wenn die Regionalbahn schon abgefahren ist. Für die Dampflok heißt es jetzt umsetzen und zurück nach Kappeln. Im Verlauf der Strecke Flensburg-Kiel befinden sich zwei interessante Brückenkonstruktionen. Bei Lindau-Niss wird die Schlei überquert. Die aus dem letzten Jahrhundert stammende Klappbrücke ist einmal stündlich für die Schifffahrt geöffnet. Die alte Technik funktioniert noch immer zuverlässig. Die Brücke ist nur in jeweils einer Richtung befahrbar. Eine Ampelanlage regelt den Straßenverkehr, der sich die Brücke auch noch mit dem Schienenverkehr teilen muss. Kommt ein Zug, geht für die Autos gar nichts mehr. Bei Kiel befindet sich der zweite interessante Brückenschlag und führt die Bahn einmal mehr über den Nordostseekanal. Die Levensauer Hochbrücke, 1894 eröffnet, ist die älteste mit 180 Metern Länge, aber auch die kürzeste aller Kanalhochbrücken. Allen gemeinsam ist ihre lichte Höhe. 42 Meter zwischen Wasseroberfläche und Brückenunterkante sind erforderlich, um den großen Seeschiffen die Durchfahrt von der Nordsee zur Ostsee zu ermöglichen. Das britische Kreuzfahrtschiff Victoria ist mit knapp 29.000 Bruttoregistertonnen schon ein richtig dicker Pott. Als der Kanal 1895 eröffnet wurde, waren es natürlich nicht Berge aus Stahl, sondern die Masten der Segelschiffe, die unter den Hochbrücken Platz finden mussten. Der Star unter den Hochbrücken ist wohl doch die Rendsburger Hochbrücke.
Das monumentale Bauwerk weist neben einigen anderen auch diese Besonderheit auf. Unterhalb ihres Mittelteiles läuft an 4 starken Tragseilen und 8 gekreuzten Versteifungsseilen aufgehängt eine Schwebefähre. Von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr in der Nacht können jede Viertelstunde Fußgänger und Autos den Kanal überqueren, und zwar kostenlos. In einem aufwendigen Sanierungsprogramm, das 1998 abgeschlossen sein soll und auch durch die Elektrifizierung der Strecke Flensburg-Hamburg nötig wurde, erhält sie unter anderem neue Lager zwischen Brückenunterbau und Pfeilern sowie einen kompletten Neuanstrich. Die aufwendige Sanierung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Tage dieser wunderschönen, von Friedrich Voss 1913 erbauten Brücke gezählt sind. In einem enger zusammenwachsenden Europa mit immer schnelleren Fernreisezügen ist sie auf der Nordroute, die über die neue Storebæltbrücke bis Kopenhagen und weiter nach Schweden verlaufen wird, ein schwaches Glied. Bis zum Jahr 2030 erhält die Rendsburger Hochbrücke noch eine Gnadenfrist. Ob sie dann durch eine neue Brücke ersetzt wird oder ob man im Hinblick auf Hochgeschwindigkeitszüge einen Tunnel baut, ist zurzeit noch nicht geklärt. Aber noch steht sie und man kann die aufwendige Streckenführung bewundern, die damals beim Bau der Brücke notwendig war, um die erforderliche Höhe zu erreichen. Die nördliche Abfahrt führt in einer großen Schleife unter dem eigenen Überbau hindurch, denn der Rendsburger Bahnhof liegt nur etwa 1 Kilometer hinter dem höchsten Punkt der Brücke, viel zu nahe für eine gewöhnliche Rampe. Darum ist die Rendsburger Hochbrücke mit knapp 2500 Metern auch die längste Eisenbahnbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal. Hier in Rendsburg wollen wir unsere Reise durch Schleswig-Holstein beenden. Sie führte durch einen Teil Deutschlands, der seine unverwechselbaren Reize hat. Landschaftlich auf den ersten Blick flach und eintönig, erkennt man beim genaueren Hinsehen vielfältige Nuancen. Genauso bei der Bahn. Der unaufmerksame Reisende wird nur 628er Triebwagen auf Schleswig-Holsteins Eisenbahnstrecken sehen. Dabei ist der Betrieb ungleich vielfältiger, als er sich auf den ersten Blick zeigt. Man muss eben nur genau hinsehen. Das Bahnland Mecklenburg-Vorpommern überrascht den Eisenbahnfreund durch seine Vielfalt. Da gibt es große Nord-Süd-Magistralen zu den Ostseehäfen und nach Hamburg, ebenso wie die verträumten Nebenbahnen an der malerischen Seenplatte. In der einzigartigen Landschaft des deutschen Nordens mit den vielen Wasserflächen besuchen wir solch außergewöhnliche Anlagen wie die Klappbrücke über die Peene bei Anklam. Für sie in spannenden Bildern eingefangen die Fährbahnhöfe in Warnemünde und Sassnitz. Und selbstverständlich unternehmen wir mit ihnen Abstecher zu den beiden dampfbetriebenen Schmalspurbahnen am Ostseestrand, zur Molly und zum rasenden Roland. Die Eisenbahn in Mecklenburg-Vorpommern, gehen Sie mit uns auf diese spannende Entdeckungsreise.
Berlin, die deutsche Eisenbahnmetropole. Wo sonst erlebt man einen solch vielfältigen Eisenbahnbetrieb wie auf der Stadtbahn und rund um den Reichstag? Unzählige verschiedene Fahrzeuge geben sich hier ein Stelldichein. Wir begeben uns auf Spurensuche und erkunden am ehemaligen Anhalter Bahnhof Relikte aus der ganz großen Zeit der Eisenbahn in Berlin. Und wir steigen auf Berlins letzte Dampflokomotiven. Besondere Züge zu exotischen Zielen gehören zum Berliner Bahngeschehen genauso wie die vielen, vielen S-Bahnen. Auch dieser Streifen bietet beeindruckende historische Bilder aus dem Archiv des Dampfzeitfilmers Ton Preußen. Berlin, die deutsche Eisenbahnmetropole, lassen Sie sich dieses Videoerlebnis nicht entgehen. Bahn und Landschaft, ein unerschöpfliches Thema. Unser Film aus dem Bahnland Sachsen beschränkt sich nicht auf Bilder von den sächsischen Schmalspurbahnen. Kein anderes deutsches Bundesland, keine andere Region in Europa kann mit einem dichteren Streckennetz aufwarten als Sachsen. Da gibt es die gigantischen Viadukte im Vogtland, die reizvollen Strecken durch das Elbsandsteingebirge, Europas größten Kopfbahnhof in Leipzig, die Tigertrommel in Dresden und natürlich auch das Zittauer Schmalspurnetz. Erleben Sie diese Vielfalt auf Video mit beeindruckenden Rückblenden in die 60er und 70er Jahre. Karwendelgebirge, Brenner, Außerfern. Das sind nur einige der imposanten Bergkämme, die von Eisenbahnstrecken durchzogen werden. Wie im gläsernen Zug der Deutschen Bahn können Sie einige der faszinierendsten dieser Bahnlinien im Film Die schönsten Alpenbahnen Teil 1 Südbayern und Österreich erleben. Große Magistralen und winzige Schmalspurbahnen, Altbauveteranen und moderne Lokomotiven. Dieser Film zeigt Ihnen die ganze Vielfalt und den Reiz der Bahn in der faszinierenden Welt der Alpen. Die Eisenbahn der kühnen Streckenführung. Das ist die Rätische Bahn, die wir Ihnen im zweiten Teil der Videoreihe Die schönsten Alpenbahnen vorstellen. Denn in dieser Reihe dürfen die Meterspurlinien, die sich wie Bergpfade über die Höhen des Schweizer Kantons Graubünden schlängeln, nicht fehlen. Der Film legt den Schwerpunkt auf die Albula und die Bernina Strecke, aber natürlich besuchen wir auch die anderen Linien der Rätischen Bahn. Erleben Sie mit, warum gerade diese Bahn jährlich Hunderttausende Eisenbahnfreunde und Fahrgäste in ihren Bann zieht. Die Rätische Bahn, ein Videofilm, der Lust macht auf Urlaub und Reisen. In der Schweiz gibt es eine Reihe weiterer imposanter Gebirgsbahnen, wie die berühmte Gotthardbahn, die Bern-Lötschberg-Simplon-Eisenbahn oder die Strecke Brig-Wisp-Zermatt. Ihnen gemeinsam ist die oft abenteuerliche Streckenführung inmitten der teils bezaubernden, teils schroffen Schweizer Bergwelt. Erleben Sie verträumte Nebenlinien mit Ihren Oldtimer-Elektrotriebwagen, die ohrenbetäubenden Auspuffschläge der dampfbetriebenen Zahnradbahn. Die schönsten Alpenbahnen Teil 3, Schweizer Gebirgsbahnen. Dieser Film zeigt Ihnen den vielseitigen Betrieb bei den Schweizer Bundesbahnen und bei vielen Privatbahnen. Alles vor dem Hintergrund der einmaligen Bergwelt der Alpen und ihrer majestätischen Gipfel.